Bin gleich wieder da. Tada! Und ich halte den hier so, weil ich unbedingt das machen will. Hallo zusammen, ich bin's wieder, eure Doro und wir machen heute zusammen eure nächste perfekte Partybegleitung. Und zwar 5 verschiedene Dips, die ganz schnell gemacht sind und ich verspreche euch, jeden umhauen werden. Wir haben unsere Kooperation mit Oronix und dafür durfte ich mir ein Gerät aussuchen und ich werde alle Dips mit diesem einen Gerät machen. Und zwar mit dem Bosch Ergo Mix mit einem Vakuum-Frischhaltesystem. Und ich halte den hier so, weil ich unbedingt das machen will. Also, ein bisschen Spaß muss sein. Jetzt geht's los. Als allererstes mache ich die Guacamole. Das würde man natürlich normalerweise nicht machen, weil die ja dann irgendwann braun wird. Ne? Die muss man eigentlich immer frisch essen. Aber es gibt hier dieses tolle Vakuumsystem mit diesen Boxen. Das zeige ich euch später. Und da werden wir einfach die Luft raussaugen und dann bleibt die schön grün. Also, ich habe mich für so eine ganz super easy, einfache Variante entschieden. Wir haben schon mal eine Guacamole gemacht, auf lateinamerikanische Art, mit Tomaten und Zwiebeln und so. Und jetzt wird die einfach nur ganz schlicht und grün sein. Man kann super erkennen, ob eine Avocado reif ist, beziehungsweise genau richtig, hier an diesem Stielansatz. Wenn man den nämlich rausnimmt, und das sieht hier noch gut aus. Dazu kommt jetzt ein Hauch Knoblauch, so eine halbe Zehe, würde ich sagen. Dann natürlich ein bisschen Salz und Pfeffer, ein wenig Olivenöl und zum Schluss noch ein bisschen Limette. Ich roll die erstmal so ein bisschen an, ne? Dann geht der Saft gleich besser raus. So, und jetzt mixen wir das Ganze. Man kann hier verschiedene Powerstufen einstellen, weil Avocado weich ist, nehme ich jetzt mal die 3. Ich mixe es nicht zu sehr. Ich finde es bei Guacamole immer schön, wenn man noch so ein bisschen kleine Stückchen hat und das nicht so eine ganz, ganz, ganz glatte Masse ist. Aber ich habe darauf geachtet, dass natürlich der Knoblauch vermixt ist. Jetzt haben wir hier unsere Vakuum-Frischhalteboxen. Wir haben hier ein Gitter drin, nämlich wenn man was in den Kühlschrank tut, ne, oder einfriert, wenn man da und wenn man es wieder auftaut, wenn sich da Flüssigkeit bildet, dass das, was man in der Box hat, nicht in der Flüssigkeit liegt. Das brauchen wir jetzt aber nicht, aber finde ich sehr smart. Nehme ich jetzt mal raus und fülle die Guacamole ein. So, das haben wir drin. Jetzt wechsle ich schnell vom Pürieraufsatz zur Vakuumpumpe. Die kann man auch einfach hier dran stecken, schon fertig. Bin gleich wieder da. Tada! Und jetzt haben wir hier diesen Deckel. Der wird da drauf gesetzt. Was ich super süß finde, ist, dass man hier das Datum einstellen kann. Also hier hat man die Zahlen 1 bis 12 für die Monate und dann hier 1 bis 31 für die Tage. Stellen wir mal ein. 11. ist heute. So. Hier ist so ein kleines rotes Knöpfchen übrigens. Und wenn ich das nach drinnen drücke und es bleibt drin, dann haben wir ein Vakuum. Daran sehe ich, wann ich fertig bin. Gerät richtig aufsetzen und Turbo-Taste drücken. Fertig. Hier hat sich jetzt ein Vakuum gebildet, das heißt, wir haben die Luft rausgesogen und deswegen wird es nicht braun, weil die Avocado reagiert ja mit dem Sauerstoff. Was heißt die Avocado? Irgendwas da drin reagiert mit dem Sauerstoff und das sorgt dann für die braune Farbe. Und das vermeiden wir jetzt auf diese Art und Weise. Das tue ich jetzt in den Kühlschrank. Da drin können wir es dann später auch direkt mitnehmen, also rüber zum Tisch. Oder ihr natürlich, wenn ihr zu eurer Party oder zu eurem Picknick geht. Ich säubere jetzt hier mein Zubehör und dann geht's weiter mit dem Hummus.
Die Sachen sind schnell gespült. Kann man übrigens auch alles in die Spülmaschine packen. Ging jetzt natürlich nicht, weil ich es direkt wieder brauche. Aber finde ich auch sehr praktisch. Wir machen weiter mit dem Hummus. Wir haben auch schon mal ein Video gemacht, wo wir Hummus machen. Kann ich euch sehr empfehlen. Und ich mache das jetzt nochmal, weil ich euch das so ans Herz legen möchte. Hummus ist so schnell selbst gemacht und schmeckt einfach so, so, so gut. Ich kann das nicht oft genug betonen. Deswegen mache ich es jetzt einfach nochmal. Und damit ihr wirklich auch seht, wie easy das ist. Man nehme Kichererbsen. Ich bin sehr gespannt jetzt hier auf den Ergomix. Ich mache nämlich den Hummus zu Hause im Blitzhacker, weil mein Stabmixer das nicht schaffen würde. Sesammus, Tahin, natürlich auch eine sehr wichtige Zutat beim Hummus. Dann nimmt man so ein bisschen vom Kichererbsenwasser, macht das einfach so nach Gefühl. Olivenöl darf nicht fehlen. Dann salzen. Ja, man kann ein bisschen Chili nehmen statt Pfeffer. Das machen wir auch. Und dann ganz wichtige Zutat, Kreuzkümmel. Dann natürlich Knoblauch. Ich nehme einfach hier noch die halbe Zehe von der Guacamole. Und Zitrone. Ich habe ja zwei Hände, das geht auch. So, ich mische das jetzt mal und dann probiere ich einfach noch mal, ob von irgendwas noch was fehlt oder ob das gut gewürzt ist. Alle bereit? Ah, jetzt brauche ich hier, glaube ich, ein bisschen mehr Wumms. Ach, 12 direkt. Ein bisschen Flüssigkeit. So. Kichenwasser übrigens wirklich immer aufheben und das, was ihr dann nicht mehr für den Hummus braucht, daraus macht ihr einfach die veganen Pfannkuchen bzw. veganen Pancake von Mira und Gina. Die sind nämlich auch unfassbar lecker. So, jetzt sieht die Konsistenz super aus. Ich muss natürlich mal kosten. Ich klicke das einfach mal raus, damit jetzt hier nichts umfällt. Ist mir alles schon passiert zu Hause. Konsistenz 1A, aber viel Salz. Mache ich einfach noch ein bisschen dazu. Und weiter geht's. Den Hummus fülle ich auch in eine Vakuumbox, beziehungsweise die erste Fuhre Hummus, da kommt ja noch eine zweite. In der Vakuumbox bleiben die Sachen übrigens länger frisch, also man muss sie natürlich trotzdem in den Kühlschrank stellen. Ne? Also der Effekt ist nicht nur, dass Guacamole nicht braun wird, weil da kein Sauerstoff mehr drin ist, sondern dass auch Sachen länger frisch bleiben. Das heißt, wenn man irgendwie was angebrochen hat oder so, oder man hat eine Paprika zu viel aufgeschnitten oder man hat irgendwie nur die Hälfte von seinem Gericht gegessen, dann kommt der Rest einfach da rein. Der Hummus wird jetzt natürlich auch vakuumiert. Vakuumieren hält auch Sachen länger frisch, ne? Also das sorgt nicht nur dafür, dass die Guacamole schön grün bleibt, sondern man kann Sachen dann länger im Kühlschrank aufbewahren. Also in den Kühlschrank müssen sie aber auch trotzdem, auf jeden Fall. So. Fertig. Ab in den Kühlschrank damit. Jetzt mache ich noch mal sauber und dann machen wir Mayonnaise. Ich bin wieder da und wir machen jetzt die Mayonnaise. Ich weiß, dass Mayonnaise für viele so ein Thema ist, dass viele Angst davor haben, weil da einiges passieren kann. Es kann gerinnen und so. Ich habe das von meiner Mami so gelernt und jetzt von ihrer Mami, also von meiner Omi so gelernt,
Ein Eigelb, 175 ml Öl. Man schlägt erstmal mit dem Schneebesen das Eigelb auf. Dann wird tropfenweise das Öl hinzugegeben. Immer mehr, immer mehr, immer mehr. Irgendwann hat man Mayonnaise, dann schmeckt man es ab mit ein bisschen Zitronensaft und mit Salz. Fertig. Jetzt habe ich aber gehört, dass es viel einfacher gehen kann, dass man erstmal zwei Eigelb hier in den, wie heißt dieser, genau in den Becher gibt. Huch, dass man es nämlich mit dem Pürierstab tatsächlich machen kann. Ganz wichtig, alle Zutaten müssen Zimmertemperatur haben. Das ist immer so. Also wenn ihr schon mal Mayonnaise gemacht habt und es hat nicht geklappt, kann das daran gelegen haben. Das heißt, man muss wirklich die Eier schon Stunden vorher aus dem Kühlschrank holen. Das haben wir jetzt auch gemacht. Wenn man es mal eilig hat, dann kann man auch die Eier in eine Schüssel mit lauwarmem Wasser legen. Dann werden die schneller warm. Jetzt haben wir noch eine Geheimzutat. Das heißt, geheim ist sie nicht. Eine besondere Zutat. Die hilft bei der Emulsion. Also die quasi dem Eigelb und dem Öl dabei hilft, eine Emulsion zu bilden. Denn eine Mayonnaise ist eine Emulsion. Und das ist Senf. Erst kommt noch ein bisschen Zitronensaft und Pfeffer. Auf diese Zutaten kommt jetzt ein kleines bisschen Öl. Dann kommt der Pürierstab hinein. Und ich schalte jetzt gleich den Turbo an. Und dann gebe ich den Rest vom Öl hinein. Aber nicht so langsam, wie so tropfenweise wie zu Hause, sondern ich glaube, in 30 Sekunden müsste das hier durch sein. Okay. Oh, Leute, das ist eine wunderschöne Mayonnaise. Ich muss sie jetzt unbedingt mal kosten. Mayonnaise pur. Hm. Aber für euch mache ich alles. Mmh. Hat so eine leichte Senfnote, aber schmeckt geil. Ich glaube, jetzt muss ich einen Schluck Kaffee trinken. So Mayonnaise pur habe ich, glaube ich, auch noch nicht vorher gegessen. Aber gut. Diese könnten wir jetzt natürlich schon verwenden. Ihr könntet damit eure Burger pimpen, Pommes essen. Oder alles, womit ihr Mayonnaise sonst so essen würdet. Ich werde die jetzt aber noch weiter verarbeiten. Und zwar einmal zu Remoulade und einmal zu Aioli. Geht nämlich super fix. Oh, seht ihr das? Wie geil. Yummy. Oh, jetzt so ein Pommes und so. Ah, lecker. So, ich nehme einfach mal hier das Schälchen, wo die Cornichons drin sind. Denn die brauchen wir eh jetzt. So, dann gebe ich mal etwa die Hälfte der Mayo hier rein. Vielleicht nicht ganz. Ihr müsst Mayonnaise übrigens nicht sofort essen. Natürlich kann man die nicht zwei Wochen aufheben oder so, aber die ist eh so lecker, wenn man die selber macht. Das macht man ja dann auch nicht. Aber man kann die schon ein paar Tage im Kühlschrank lassen. Das wusste ich früher nicht. Ich habe immer gedacht, die muss in einer Stunde leer sein, aber das ist nicht so. Und vor allem, wenn man sie Vakuum verpacken kann, dann kann man sie eh wirklich ein paar Tage aufheben. Wir machen zuallererst hier die Remoulade. Dafür werde ich die Cornichons hier klein hacken. Das heißt hacken, ne? Ich schneide die hier so ganz feine Stückchen. Ein bisschen Petersilie mache ich noch dran, weil es lecker ist. Ich finde auch, dass es schöner aussieht, wenn da ein bisschen frisches Grün drin ist. So, Estragon habe ich hier noch. Und ein wenig Essig fehlt noch. So, und jetzt wird das Ganze gemischt. Ich habe hier diese Weggläschen für später zum auf den Tisch stellen. Sieht einfach hübsch aus, finde ich. Und dann stelle ich das Ganze aber doch nochmal in den Kühlschrank. Und schmeckt sehr lecker. Okay, den Deckel mache ich zu. Und ab damit ins Kühle. Wir müssen jetzt nur noch die Aioli machen und dann können wir eigentlich essen. Aioli ist super simpel, Mayonnaise plus Knoblauch. So, und jetzt schaut mal her.
Das ist zwar jetzt hier ein bisschen Mayonnaise verdreckt, aber was ich euch zeigen will, könnt ihr trotzdem sehen. Das ist ein Vier-Klingen-System. Das hat also nicht nur zwei Messerchen, sondern vier. Seht ihr die? Hier zwei große und hier sind nochmal so zwei kleine. Quattro Blade. Und die werden nämlich jetzt, also diese vier Klingen, in 0, nichts die Knoblauchzehen einfach unter die Mayonnaise hauen und dann haben wir Aioli. Tada! So, jetzt koste ich auch noch mal die Aioli. Oh, geil. Cool, dann würde ich sagen, ich richte alles schön an und dann sehen wir uns gleich nochmal. Schaut mal, wie von Zauberhand alles wunderschön dekoriert ist. Die Guacamole ist total schön grün geblieben. Ich habe noch ganz viel Gemüse geschnitten. Apropos, wenn man dieses Set kauft mit dem Bosch Ergo Mix und dieser Vakuumfunktion, da sind auch so Beutel dabei. Hier kann man auch wieder das Vakuum herstellen, das kennt ihr jetzt schon. Und ich habe mir gedacht, dass man ja einfach, weil wir nämlich hier so viel Gemüse geschnitten haben, dass man auch noch einfach ein bisschen Gemüse mit Zwiebeln, Zitronen, Gewürzen, Knoblauch in diese Beutel geben kann. Dann vakuumiert man das und dann kann man das entweder einfach für den nächsten Tag zum Grillen zum Beispiel verwenden oder man kann es auch einfach, dafür kann man die nämlich auch verwenden, Sous-Vide garen. Dann braucht ihr nicht extra dieses Sous-Vide-Vakuumiergerät, sondern ihr könnt wirklich das auch dafür verwenden und dann habt ihr fantastische Antipasti. So, ich zeige euch das jetzt nicht, denn hier haben alle schon Hunger, mich eingeschlossen, und wir wollen die leckeren Dips direkt vernaschen. Mein Fazit ist, großartiges Gerät hier, der Bosch Ergo Mix. Die Vakuumierfunktion gefällt mir auch besonders gut. Das ist wirklich toll, sehr, sehr praktisch. Also, macht die Sachen nach. Wenn ihr euch für den Bosch Ergo Mix interessiert, dann verlinke ich euch unten den Euronics Trendblog und den Shop. Schaut da mal unbedingt vorbei. Und ansonsten lasst uns gerne ein Like da und wir sehen uns bald wieder. Tschüss! Ich nasche jetzt direkt. Los, kommt alle und wir essen!